Recht herzlich willkommen zur 127. Folge von Simotrans. Ja, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass wir hier die Eisenbahn weiterbauen wollen. Und zwar werden wir da wahrscheinlich hier diesen Zug da erstmal durchführen. Und dann würde ich sagen, machen wir das so und dann darunter. Weil ich würde den ganz gerne über den Ort hier schicken. Und wie man sieht, ist da gerade alles sowieso schlecht. Wer weiß, wofür es gut ist, dass wir den da lang schicken, ne? Gut, dann müssen wir da eine Schräge einbauen. Anheben. Diese Stelle passt. Und dann das Gleis wieder daher. Und dann müssen wir gucken, wie wir da lang fahren. Okay, ja, da müssten wir natürlich die zwei Stellen da kaputt machen. Würde ich aber jetzt mal machen. Oder wie machen wir das hier? Das ist jetzt die Frage. Sack Bahnhof und dann da wieder raus. Wäre auch eine Möglichkeit, ne? Ja, wir müssten dieses hier abreißen, ne? Und das auch. Und dann ziehen wir da durch, ne? Genau, machen wir so. So. Und dann da lang. Und dort lang. Da lang. Und dann kommen wir da auch noch irgendwo bei der Mühle vorbei. Ich glaube, wir machen das hier lang. Ne, machen das da hoch. So, und dann hier hoch. Dann können wir hier den Bahnsteig direkt bauen, ne? Gut, dann fangen wir mit dem Bahnsteig mal an. Ich ziehe den hier gleich hoch. Und ziehe auch schon das Gleis da lang. Oder brauchen wir das? Das ist die nächste Frage, ne? Ich ziehe es trotzdem mal da lang. Kostet uns zwar ein paar Mark, aber soll erstmal egal sein. Und hier ziehen wir das nochmal raus. Und da können wir das dann nämlich nochmal später auch nochmal lang machen. Dann machen wir den hier noch weg. Wir ziehen gerade die Straße durch, das wäre vielleicht noch die Alternative. Machen wir mal. So, dann können wir da auch die Straße bauen, hier den Bahnsteig bauen. Dann klappt das schon. So. Nee, das war eine doofe Idee. Weil dann können wir da kein Dingens machen, sag schon. Jetzt haben die das schon für sich beansprucht, oder wie sehe ich das? Ne, ich muss den Bahndamm da durchziehen und muss da ja ein Dingens dran machen, sag schon. Ein Bahnsteig. Ja. Einmal so ein. Ne, fangen wir erst mit dem hier an. Dann haben wir nämlich gleich schon diesen Bahnsteig als einen. Und das andere Gleis kriegt den hier. So passt's. 5 Stück. So. Wofür es gut ist, ist noch eine ganz andere Frage, aber erstmal haben wir es gebaut. Das kann weg. Hier haben wir einen. Und da unten haben wir auch einen, ne? So. Dann 1, 2, hier ist nur 3 lang. Also wir brauchen nur einen Zug, der auch 3 lang ist, wenn. Und dann sollten wir überlegen, fahren wir mit dem Zug, den wir haben, schon einfach durch oder machen wir es anders? Gute Frage, ne?
Was produziert die Mühle? Mehl. Und wo kommt das Mehl hin? Das ist die Frage, ne? Bäckerei. Ach, die Bäckerei ist da oben, okay. Ja, müsste man dann gucken, ne? Ne, machen wir, glaube ich, erstmal hier einen Zug noch drauf, der 5 solche Waggons hat. Eine Lok. War das eine V200, ne, oder? Ja. Und dann die Waggons dahinter. Da ist auch noch einer zu viel. 5. Und der kriegt einen neuen Fahrplan. Neue Linie. Na, muss ich erst wohl die Bahnhöfe anklicken. Machen wir dahin. Und dann dahin. Dann wieder dahin und zurück. Das wird eine neue Linie. Und das nennen wir mal Getreide Randolph Zell Schuss. Das ist eine neue Linie. So. Und starten wir den. Ich hoffe, das klappt gerade passend. Natürlich nicht. Mach den Fahrplan auf. Wir müssen nämlich warten, bis der andere wieder zurück ist. Lass mal schneller laufen. So, dann können wir das hier machen. Das. Und jetzt sollte der rausfahren können ohne Probleme, ne? Jupp. Jetzt verfolgen wir den noch schnell. Machen das zu. Fahren kurz schneller. Mal gucken, ob der überhaupt lädt. Ja, hat er. Voll. Zurück bringt er nix. Fährt er rein. Hat nochmal 260 Tonnen gebracht. Jetzt ist die Frage, was passiert mit dem anderen Zug? Fährt er da auch noch rein und her? Oder hat er keine freie? Nö, hat er. Dann klappt das schon. Das geht. Das können wir so lassen, denke ich. Machen wir mal gerade schneller, dann sehen wir nämlich hier, wie das läuft. Der ist da, fährt zurück. Da kommt der, jetzt fährt er da hinten wieder. Ja, ich glaube, das kommt hin wahrscheinlich. So, jetzt müssen wir nur gucken, wer hier wo wartet. Linie Getreidebrauerei. Achso, okay. Ja, da müsste man jetzt gucken, ob wir das nicht dann von hier aus bringen können, ne? Da müsste man hier nur den Bahnhof um den Halteplatz für die Brauerei erweitern. Aber der fährt ja schon. Naja. Ja, gute Frage, ne? Müssen wir hier eigentlich nur gerade verlängern. Dann den dahin machen. Und dann die Autos von dieser Linie da hinten hier fahren lassen, ne? Nur hier haben wir keine Warteschleife jetzt. Weil der könnte das bis hierhin transportieren und man fährt es dann bis zur Brauerei da weiter. Da müssten wir jetzt mal gucken, welchen wir einstellen, ne? Radolf Zell, Kloster Brauerei, bringt das da ein. Also würde das bedeuten, die Linie von dem ändern und dann Fahrzeuge runternehmen, ne? Das ist ja nicht so ein langes Stück dann da, ne?
Dann nimmt man hier den Wegpunkt weg. Dann nimmt man den Wegpunkt da weg. Und dann löschen wir noch den Getreidehof. Und dann fügen wir den Stopp hinzu. Und hier machen wir 100% Laden. Das war falsch rum. Und dann ist das erledigt. Und dann müssen wir gucken, dass wir die meisten davon zum Depot schicken. Weil die brauchen wir alle gar nicht mehr. Der auch schon. Der auch. Der ist auch schon weg. Und der auch zum Depot. So, jetzt ist die Frage, wer noch... Die sind schon im Depot, okay. Der auch. Der auch. Der auch. So, die meisten sind schon im Depot, bis auf einer. Der hatte auch schon geladen. Wo ist denn der jetzt? Ah, der kommt jetzt leer an. Gut, das bedeutet, die nehmen wir da alle von der Linie. Die müssen ja alle hier drinne stehen, ne? Wunderbar. So, das ist jetzt der Einzige, der noch fährt. Der bringt gerade das, was er hat, dahin. Fährt dann hier hin und bleibt dann da stehen. So, und dann haben wir hier oben keine Fahrzeuge mehr drin. Da ist der ganze plumper Quatsch jetzt weg. Ja, ist wohl so. So, der fährt weiter. Jetzt die Frage, ob da noch überhaupt noch einer hinfährt. Und hier sind auch keine mehr. Doch, diese LKWs hier. Und der fährt nach Radolfzell Markt. Nimmt denn der Markt die Mühle direkt an? Das Mehl direkt an? Das ist die Frage. Nö. Keine Ahnung, was da gewechselt wird, wohin. Okay, ist jetzt auch nicht so spielentscheidend erstmal. Wir gucken, dass wir das hier hinkriegen, dass das läuft. Die Mühle kriegt Weizen und Gerste, hat sie auch. Läuft also. Zug dürfte ja jetzt schon fast gar nicht mehr fahren. Oder fährt zwar noch, aber... Oh doch, der fährt immer noch mit 260 Tonnen da drauf. So, und hier wird es dann so sein, dass wir jetzt auf Dauer dann noch ein zweites Gleis dahin kriegen. Ne, weil... Ja, brauchen wir. Weil dann kann der eine auch noch Beladung kriegen, ne? Ja, wir wollen mal schauen. Und der hat auf jeden Fall was mit. Ne, hat er nicht. Aber hatte was mit, sagen wir so. Wetter plus. Der andere, da. Der fährt auch bloß. Hat auch nichts mit. Rückweg sind sie immer leer. So ist die Frage, was da auf andere Richtung passiert. So, der ist über hier statt gerade. Der hat nur 26 Tonnen und fährt zurück. Okay, das ist nicht gut.
bedeutet, der Fahrplan muss da geändert werden. Weil der müsste da voll kriegen, ne, oder? Hm, schwierig. Weil bei dem ist es ja auch, der bringt ja vielleicht auch vom Getreidehof zur Mühle was, ne? Der hat auf jeden Fall voll. Ja, aber wie lange, ne? Fährt er jetzt hin? 27 Plättchen, Schokoladen, Mühle zum Markt. Was fährt er denn von der Mühle zum Markt? Mehl. Und das Mehl wird vom Markt dann hinten zur Bäckerei gebracht wahrscheinlich, ne? Das könnte sein. Ja, er fährt jetzt hier mit 26 Tonnen durch die Gegend, ein Zehntel. Das ist jetzt auch nicht die richtige Lösung, ne? Da müssen wir nochmal überlegen, was wir da machen. Weiß ich auch noch nicht. Müssen wir schauen. Aber für die Runde lassen wir es erstmal soweit gut sein. Schauen wir uns nachher nochmal wieder bei der nächsten Folge an. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.